Herzlich willkommen zu unserem Webinar. Kennen Sie Inventor Simulation? Wir von Rotring Data begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Bevor wir loslegen, möchte ich Ihnen gerne die heutigen Moderatoren vorstellen. Das ist zum einen Roland Schröder, also meine Person. Ich bin für den Verkauf bei der Rotring Data zuständig. Durch den technischen Bereich führt uns heute mein Kollege Daniel Lüscher, seines Zeichens Application Engineer und Spezialist im Bereich der Simulationen und FEM-Berechnungen. Rotring Data ist Ihnen bekannt als Anbieter von gesamtheitlichen Engineering- und Datenmanagementlösungen. Seit vielen Jahren sind wir Partner von Aukotec, genau genommen seit 1992, im Bereich eben der Automatisierung im elektrotechnischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen, wie im Bereich zum Beispiel Prozessindustrie. KeyTech wäre einer unserer Partner im Bereich der PLM-Lösungen als Ergänzung zu den Autodesk-Lösungen, die wir mit Volt vertreten, eine PLM- und der Dokumentenmanagement-Lösung für KMUs. Und last but not least, Hexa Group als Kompetenzzentrum für Autodesk-Produkte mit Gold-Status. Rotring Data ist seit vergangenem Jahr Mitglied der Hexa Group und insgesamt seit 1995 autorisierter Partner für die Autodesk-Produkte in der Schweiz. Das wäre natürlich auch heute unser Hauptthema. Es geht heute um die Simulation zur Produktoptimierung. Wir untersuchen bei dieser Präsentation zunächst, was Konstruktions- und Produktoptimierung bedeutet. Außerdem betrachten wir die möglichen Auswirkungen einer unterlassenen Optimierung auf Ihre Produkte und Ihr Unternehmen. Anschließend werden wir uns an mit Inventor Professional den Optimierungsprozess fördern und werden das an einem kurzen Beispiel zeigen. Und dann haben wir natürlich noch die Gelegenheit, auf Fragen und Antworten Ihrerseits Stellung zu nehmen. Zunächst stellen wir uns die Frage, was versteht man unter Produktoptimierung? Unter Produktoptimierung versteht man, dass alle Faktoren, die eine Konstruktion bzw. ein Produkt kostengünstiger und leistungsfähiger machen, so beeinflusst werden, dass man dem Optimum von Kosten und Produktverhalten möglichst nahe kommt. Also sprich ein geringeres Gewicht, eine einfachere Fertigung, die höhere Qualität der einzelnen Bauteile und des Gesamtproduktes tragen alle zu einer Senkung der Kosten und zu einem besseren Produktverhalten bzw. einer höheren Produktleistung bei. Wenn all diese Faktoren miteinander im Gleichgewicht stehen, haben Sie den optimalen Zustand Ihrer Konstruktion bzw. Ihres Produktes gefunden. Warum nutzen manche Unternehmen noch keine Optimierung? Häufige Aussagen sind, ja, so haben wir das immer schon gemacht, für Optimierung besteht keine Zeit. Die Herstellbarkeit des Produktes kann natürlich erschwert werden. Und last but not least, ja, zum Beispiel mein Produkt funktioniert auch so ganz gut. Aber selbst wenn die Änderung einer bestehenden, funktionierenden Konstruktion riskant erscheint, so sind bei einer unterlassenen Optimierung entgangenes Einsparungspotenzial doch noch alarmierender. Eine Optimierung ist nicht immer einfach, dessen sind wir uns alle klar. Wir haben komplexe Baugruppen, wir haben eine Vielzahl von operativen Lasten,
Vielfalt von Materialien, Bewegung und Zykluszeiten und müssten letztendlich Lebensdauer und Wartung von Maschinen sicherstellen. Eine fehlende Optimierung kann Ihrem Unternehmen allerdings schaden, oder? Die Ziele einer Optimierung lässt sich in zwei Bereiche unterteilen. Einerseits die Kosten und andererseits die Leistung oder das Verhalten des Produktes. Eine erfolgreiche Optimierung Ihrer Konzeption ist dann gegeben, wenn Sie ein Gleichgewicht dieser beiden Bereiche erzielen können. Sehen wir uns einmal an, was das genau bedeutet. Die Kosten des Produktes wollen wir senken, oder? Dafür würden wir die Kosten für Materialien und Zukaufteile reduzieren. Wir können die Wandstärke der Bauteile optimieren. Durch Optimierung können wir zusätzliche Komponenten einsparen, eventuell, und wir können den Einsatz kleiner dimensionierter Komponenten erzielen und so die Kosten des Produktes senken. Zweite Komponente ist die Leistung bzw. das Verhalten des Produktes. Sie möchten zum einen eben Geld bei der Herstellung des Produktes sparen, andererseits soll das Produkt ein Maximum an Leistung erbringen bzw. ein für den gedachten Verwendungszweck optimales Verhalten besitzen. Durch frühe Simulation können Sie ermitteln, wo und wie Sie die Maße und die Geometrie Ihres Produktes abändern müssen, um die Anzahl von Lastzyklen bis zum Produktausfall zu erhöhen. Sie können zudem den Bewegungsbereich verschiedener Teile erhöhen und verringern dadurch zum Beispiel die Abnutzung anderer Komponenten. Das wirkt sich natürlich positiv auf das Gesamtgewicht des Produktes aus, was erneut die Funktionalität und Langlebigkeit steigert. Eine solche Reduzierung von Gewicht und Verschleiß führt zu weniger Ausfällen und senkt damit die Reparaturkosten. Stellen wir uns die Frage, was sind die Folgen einer unterlassenen Optimierung? Sind natürlich jetzt die logische Konsequenz, sind erhöhtes Gewicht, wären zusätzliche Komponenten, die wir verbauen müssen, die Kosten für Rohmaterialien und Zukaufteile wachsen, die Profitabilität des Produktes kann herabgesetzt werden und wir haben ein nicht optimales Produktverhalten. Also logisch ist, wir müssen optimieren, wenn wir wettbewerbsfähig mit unserem Produkt bleiben wollen, wenn wir die optimale Leistung zu den optimalen Kosten, niedrigsten Kosten erzielen können. Stellt sich die Frage, wann Sie Ihre Produkte optimieren sollen. Und wir haben festgestellt, dass dies natürlich in einer frühen Phase der Entwicklung, am besten natürlich schon in der Entwurfsphase, aber dann, wenn wir in der Entwicklung, in der Konstruktion sind, ist der geeignete Zeitpunkt, unser Produkt zu optimieren. Um unsere Produkte zu optimieren, stellt Autodesk eine ganze Reihe von Produkten zur Verfügung. Das ist zum einen im Bereich der mechanischen Simulation Inventor Professional oder relativ neu AutoCAD Nastran InCAD. Simulation Mechanical, ein schon lange am Markt befindliches Produkt. Im Bereich der Kunststoffverarbeitung, Moldflow, oder im Bereich der numerischen Strömungsmechanik, CFD Simulation mit den Produkten CFD, CFD Viewer und Flow Design. Heute betrachten wir uns Ihnen als Autodesk-Anwender ja kostenfrei zur Verfügung stehende Funktionalität in Inventor Professional, etwas, was Sie auf jeden Fall natürlich einsetzen sollten, da es Ihnen ja bereits ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung steht. Ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Daniel Lücher, der ein Beispiel Simulation mit Inventor Professional darstellen möchte.
Grüezi miteinander. Mein Name ist Daniel Lüscher. Ich arbeite bei der Rotring Data als Applikationsingenieur im Bereich EDM und Simulationen. Bei meiner Tätigkeit habe ich schon viele Erfahrungen gesammelt mit diesen Simulationstools oder Software, sowohl im Bereich Strukturmechanik als auch CFD. Und ich tue jetzt heute euch gerne das Simulationstool von Inventor vorstellen. Das kommt standardmäßig dabei in eurem Inventor Professional. Ich habe jetzt hier schon den Inventor Professional auf, mache also mal mein Modell auf. Und das wäre jetzt so ein Vierkantschlüssel. Ich kann hier im Inventor kann ich das Teil modellieren und anschließend kann ich dann zu der Simulation übergehen und ja, entweder eine Berechnung machen, eine einfache Berechnung oder eine Parameteroptimierung. Wir wollen jetzt in diesem Beispiel Parameter optimieren, wobei optimieren kann ja viele Sachen bedeuten. Es kommt, hängt ab, in welchem Bereich das man schafft. Man könnte wollen, dass das Teil so leicht wie möglich ist. Man möchte so viel Material wie möglich sparen. Oder man könnte wollen, dass das Teil so starr wie möglich ist, bis sich also wenig tut, verformen. Oder umgekehrt möchte man auch, dass das Teil so elastisch wie möglich ist. In unserem Fall wollen wir Material sparen. Für das schauen wir, dass wir als Parameter die Dicke nehmen, dass wir die können verkleinern können. Und Parameter nehmen wir auch, ob wir die Rippen ausblenden oder im Modell behalten. Und Kriterium gilt dann natürlich auch, dass das Teil bestimmte Sicherheitsfaktoren erfüllen sollte. Dass wir also genug darunter an der Dreckgrenze bleiben. Ich gehe jetzt gerade über zu der Simulationsumgebung. Und ich zeige euch schnell die Nutzeroberfläche. Ist gleich wie im Inventor. Oben hat man Multifunktionsleisten. Normalerweise geht man von der Modellierung oder Simulierung, Simulation von links nach rechts. Man tut zuerst ein Rechnungsmodell aufbauen. Dann tut man simulieren und am Schluss tut man die Ergebnisse anschauen. Hier links auf der Seite haben wir Browserleisten. Wenn man oben in einer Multifunktionsleiste Sachen einstellt, wird das hier unten auch dargestellt. Ich kann dann entsprechend die Sachen nochmal ändern, also nochmal aufrufen und nochmal ändern. Das Beispiel habe ich jetzt in 5 Abschnitte unterteilt. Zuerst baue ich das Berechnungsmodell aufbauen. Dann baue ich Parameter auswählen und definieren. Drittens starte ich dann die Simulation. Als vierten Schritt schaue ich das Ergebnis an. Und im fünften, letzten Schritt schaue ich dann die Parameter optimieren. Ich fange jetzt also mit dem ersten Schritt an und das Modell aufbauen. Hier oben sehen wir das Material, das von bei der Modellierung im Inventor ausgewählt worden ist. Ich kann jetzt entweder weiter mit dem Material berechnen, mit dem Originalmaterial. Ich könnte aber auch wollen, das Material überschreiben. Und hier habe ich durch die Inventor-Bibliothek jede Menge Materialien zur Verfügung, die ich auswählen könnte. In unserem Beispiel bleiben wir aber bei dem Domex-Material.
definiere dann die Abhängigkeit definieren. Und zwar tue ich jetzt das so modellieren, dass dir kann die Mutter einen Schlüssel festhalten. Du also die Flächen fixieren. Was man jetzt gerade sieht, ist, dass hier so weisse Symbole erscheinen. Das ist nichts anderes als das Symbol, das man auch hier oben sieht. Das zeigt auch grafisch an, was man jetzt gerade gemacht hat. Das heisst, die vier Flächen fixiert. In der Browserleiste ist jetzt das auch aufgeführt. Könnt jetzt hier mit der rechten Maustaste könnt ihr das nochmal bearbeiten. Könnt weitere Flächen dazu nehmen oder Flächen wegnehmen. Nachher tue ich eine Kraft auf das Modell. Ich nehme jetzt die Lagerbelastung. Ich tue die zylindrische Fläche auswählen. Und tue eine Kraft von 2000 Newton definieren. Hier hat man jetzt, sieht man jetzt grafisch, dass etwas gemacht worden ist. Man sieht den Pfeil. Der Pfeil zeigt an, in welche Richtung das die Kraft geht. Das ist jetzt nicht die Richtung, die wir möchten. Es gibt verschiedene Arten, wie man definieren kann, in welche Richtung das die Kraft geht. Wir können zum Beispiel aufklappen, die einzelnen Komponenten definieren. Ich mache es jetzt auf einen einfacheren Weg. Ich sage, dass die Kraft die gleiche Richtung muss haben wie die. Da sieht man, dass der Pfeil in die Richtung gegangen ist. Wenn man eine Baugruppe hat, dann kann man auch der Mosa zum Teil Kontakt definieren. Das haben wir in diesem Beispiel jetzt nicht. Man kann dünne Körper modellieren oder genauer modellieren mit den Mittelflächen. Das haben wir jetzt aber in diesem Beispiel auch nicht. Wenn man also von der Netzansicht oder von der Netzerstellung da mal draufdrücken, erscheint schon einmal das Berechnungsnetz. Grundsätzlich gilt, umso feiner das Netz, umso genauer wird das Resultat. Aber natürlich, umso feiner das Netz, umso länger geht auch das Rechnen. Das heisst, man muss dann immer ein bisschen abwägen, was jetzt der beste Kompromiss ist zwischen Genauigkeit und Geschwindigkeit. Im Bereich möchte jetzt ich das genauer haben, weil das Netz ist so jetzt ziemlich grob. Ich kann jetzt also oben global Netz einstellen. Ich sage, dass das so genau muss sein. Ich sage okay, passiert jetzt im Moment nichts. Ich muss also in die Browserleiste über. Und das Netz somit wäre jetzt das Berechnungsmodell fertig. Dann kann ich zum zweiten Abschnitt gehen und Parameter auswählen. Ich gehe jetzt auf das Modell. Parameter anzeigen. Hier kann ich alle Liste mit allen Parametern über, die im Inventor definiert worden sind. Und ich kann jetzt hier die Dicke vom Schlüssel auswählen. Und hier unten kann ich den logischen Parameter auswählen, zum Trippen ausschalten oder einschalten. Ich habe das Parameter ausgewählt, ich kann jetzt den Parameter auch definieren. Dazu kann ich in die parametrische Tabelle. Sieht man jetzt hier unten die zwei Parameter, Dicke und ob Trippe dabei ist oder nicht. Kann ich für die Parameter Wert definieren? Fangen wir mal bei der Rippe an. Gib mal die Werte 0 und 1. Das wäre Ja und Nein. Ich kann jetzt hier
Konfiguration der Variante erstellen. Und jetzt wird man sehen, wenn ich hier jetzt reinzoome, komme ich mit dem Slider, kann ich hin und her schieben und entsprechend wird die Rippe ausblendet oder eingeblendet. Ich kann jetzt nach oben, da gebe ich auch Parameter ein, von 12 mm und 16. Und hier kann ich die Variante stellen. Jetzt schnell drehen und auch hier sieht man, wenn ich mit dem Slider hin und her fahre, dass der Schlüssel dünner wird. Und dann natürlich kann ich die Rippe einblenden. So. So wäre jetzt Parameter definiert. Jetzt mal speichern. Und jetzt so, ich den Originalzustand einblenden. So. So, jetzt sind wir fertig mit den Parameterauswahlen. Jetzt können wir zum dritten Schritt, das heißt berechnen. Kann ich hier oben simulieren. Ich tue alle Varianten auswählen. Wo wird man jetzt merken, dass wenn man das Netz zu fein macht oder ein grosses Modell hat, dass dann die Berechnungszeit auch recht gross ist. In unserem Fall ist es ein paar Sekunden gegangen. Wenn man jetzt etwas Größeres hat, dann könnte das auch ein paar Minuten oder ein paar Stunden gehen. Wer hat jetzt das Modell berechnet? Ich tue am liebsten hier noch das Netz einblenden und den Maximalwert. Einfach um einen Überblick zu haben, wie das Ganze aussieht. Und was ich noch gerne mache, ist eine Animation von dem Ganzen. Nicht mit der Animation an sich, sondern durch eine Animation sieht man, ob das Ergebnis kann stimmen. Das Ergebnis mit der Erwartung übereinstimmt. Ich erwarte jetzt hier, dass die Wirkantmutter ist, dass es hier sich nicht bewegt. Ich erwarte, dass der Hebel, dass dort die größte Ausdehnung ist. Und das ist jetzt dort. Das Ergebnis kann man unterschiedliche Sachen darstellen lassen. Im Moment ist jetzt die Vergleichsspannung von Mises. Es gibt hier aber jede Menge Ergebnisse, die man darstellen könnte. Leistenik, Verschiebung, Spannungen, Subspannungen und dann eben die wichtigsten oder die berechneten Ergebnisse wie Verschiebung, die dritte und die erste Hauptspannung und dann eben die Mises-Spannung. Das wäre jetzt der Ergebnis gewesen. Und jetzt wollen wir das Teil optimieren. So gehe ich wieder in die parametrische Tabelle. Jetzt gehe ich in diesen Bereich. Abhängigkeiten zufügen, und zwar nehme ich die Mises-Spannung. Ich sage, dass ich möchte, dass eine obere Spannung, eine obere Grenze definiert wird. Und zwar anhand von der Streckgrenze gebe ich als 150 MPa ein und einen Sicherheitsfaktor von 2. Ich sehe jetzt, wird er automatisch den Wert übernehmen, der von der Simulation kommt. Und er tut dann mit grün kennzeichnen, wenn der Sicherheitsfaktor eingehalten wird. Ich könnte jetzt hier immer mit dem Slider könnte ich hier schieben und schauen, was mit den anderen Varianten passiert. Die Variante mit 16 mm Dicke ist auch noch im grünen Bereich. Die Variante mit 12 mm, die ist jetzt im roten Bereich. So ist der Sicherheitsfaktor kleiner als 2.
möchte jetzt bei dem Schlüssel möchte ich Material sparen. Also Komponenten hinzufügen, und zwar das Volumen. Ich möchte, dass das Volumen so klein wie möglich ist. Im Moment wird jetzt das Volumen angezeigt. Jetzt könnte ich hier mit dem Slider wieder die Variante auswählen. Ich würde dann sehen, dass hier auch das Volumen kleiner wird. Und ich könnte dann schauen, welche Variante noch, wo grün ist, auch das kleinste Volumen hat. Das ist aber eine mühsame Arbeit, vor allem wenn man mehrere Parameter hat. In diesem Fall kann man das automatisch machen. Und zwar fange ich hier und sage Minimieren. Dann kommt er automatisch zu der Variante 16 mm Dicke ohne Rippen. Ich sehe, dass der Sicherheitswert im grünen Bereich ist. Und ich sehe, dass das Volumen hier einen Hoch gekriegt hat. Das heisst, dass das der minimale Volumen ist. Das heisst, somit wäre es eigentlich optimiert oder die Parameter sind optimiert worden. Ich kann jetzt zurückgehen. Erst wenn ich noch Konfiguration manuell anwende. Ich sage jetzt, das Inventor-Modell muss jetzt die Parameter übernehmen. Jetzt die Simulation abschließen. Ich sehe hier, die Browserleiste, dass die Rippe ausgeblendet worden ist. Wenn ich jetzt würde, Dicke anschauen, am Anfang ist das 20 mm gesehen und jetzt sehen wir, dass es 16 ist. Um nochmal eine Zusammenfassung zu machen. Bei diesem Beispiel haben wir zuerst das Simulationsmodell zusammengebaut. Dann haben wir Parameter ausgewählt, die wir optimieren wollen. Dann haben wir die Simulation gestartet. Haben das Ergebnis angeschaut und am Schluss haben wir noch Parameter optimiert und im Modell übergeben. Somit wäre ich mit dem Inventor-Beispiel fertig. Dann zurück. Ja, vielen Dank, Daniel. Ich finde es sehr beeindruckend, wie Autodesk letztendlich Hochtechnologie-Funktionalitäten in Inventor eingebaut hat, also wie bedienfreundlich letztendlich die Lösung ist und denke ich auch für die meisten Anwender sehr gut verwendbar ist, gerade wenn man natürlich Erfahrung mit dem Inventor hat. Nichtsdestotrotz wissen wir, dass eben natürlich die Aufwände doch im Detail liegen. Deshalb bieten wir auch zu dem Thema FEM und Simulation Schulungen an in unserem autorisierten Trainingszentrum. Also da gibt es eben die Möglichkeit, einen Grundkurs oder Standardkurs auszusuchen oder eben auch auf firmenspezifische Bedürfnisse einzugehen. Wir beherrschen auch neben dem Inventor Professional die Möglichkeiten, die sich mit anderen Produkten, also wie zum Beispiel weiterführende Produkte wie dem Nastran zum Beispiel ergeben. Da können wir Sie gerne unterstützen. Als nächstes kommen wir vielleicht kurz zu Diskussionen und Fragen. Vielleicht hätten Sie die eine oder andere dazu. Bitte schreiben Sie uns Ihre Fragen in den Chat. Ja, hier ist eine Frage gekommen. Was bedeutet Sicherheitsfaktor? Können Sie den Begriff erklären? Der Sicherheitsfaktor ist das Verhältnis zwischen Streckgrenze und der maximalen Spannung, die die Berechnung auftritt. Ja, da ist eigentlich immer größer 1.
Und anhand von der Anwendungen, die man hat, hat man halt einen grösseren Faktor. Zum Beispiel, wenn es um Menschenleben geht, hat man eher einen grösseren Faktor, vielleicht zwei. Ja, oder auch wenn man die Lebensdauer will, möglichst gross halten mit Vibrationen und so, hat man auch eine grössere Sicherheit. Also vielen Dank. Also wir sehen, das ist es, sagen wir, es gibt doch eine ganze Reihe von Einstellungen und das heißt, man muss doch, sagen wir mal, das Hintergrundwissen haben und das würden Sie in unseren Kursen vermittelt bekommen, um die Daten auch wirklich zu bearbeiten. Hier kommt eine weitere Frage. Erbringen Sie die Leistungen in der Schweiz oder müssen Sie externes Personal aus Osteuropa zuziehen? Nein. Das sind Leistungen, die wir in unserem Haus erbringen können. Wir haben das entsprechend ausgebildete Personal. Also der Herr Lücher ist hochspezialisiert in dem Bereich und ist in der Lage, Sie in allen Fällen sehr gut zu unterstützen. Also das ist letztendlich zur Unterstützung in Ihren Engineering-Aufgaben wäre dort die Möglichkeit gegeben. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe jetzt im Moment im Chat nichts weiteres. Wir warten noch einen kleinen Moment. Nein, jetzt ist keine Frage mehr gekommen. Ich würde sagen, dann gehen wir kurz weiter. Wir möchten Ihnen noch kurz unsere neue Webseite vorstellen. Links sehen Sie die bisherige Webseite, rechts die neue. Sie sehen auch das Bild unseres neuen Standortes in Regensdorf. Wir sind umgezogen im April bzw. Mai diesen Jahres. Würde uns natürlich freuen, wenn Sie uns auch mal besuchen würden. Am liebsten zu einer Schulung, aber natürlich auch einfach nur so. Wir haben weitere Termine, die Sie sich vielleicht schon merken könnten. Wir haben am Donnerstag, den 7. September, ein Webinar Best Benefits aus den Autodesk-Neuerungen, wo wir eben eine kurze Zusammenfassung unserer FOMT-Tage bringen. Oder am Donnerstag, den 30. November 2017, Webinar bezüglich der Thematik Mechatronik Engineering mit Autodesk-Produkten, also zukunftsweisende und wichtige Themen, die wir Ihnen dort präsentieren möchten. Last but not least, Autodesk University findet jedes Jahr statt. Wir bieten Ihnen dieses Jahr die Möglichkeit, mit uns gemeinsam im Komfortbus nach Darmstadt zu reisen. Wir übernehmen 50% der Kosten, die Ihnen entstehen und bieten Ihnen dafür letztendlich eine interessante Informationsaustausch mit Experten und Teilnehmenden, die neuesten Software-Trends von Autodesk, die Möglichkeit, auf dem neuesten Stand zu bleiben und natürlich den geselligen Abend in Darmstadt mit der Möglichkeit, Networking durchzuführen. Oder? Also es würde uns freuen, wenn wir Sie mitnehmen dürfen zu dieser interessanten Veranstaltung. Immer wieder, sagen wir, sehr hilfreich und sehr fruchtbar, was an Informationen und Erfahrungen dort zurückgebracht werden kann. Wir sind gerne für Sie da. Das ist nicht nur dort geschrieben, das ist wirklich so. Egal, ob Sie im Maschinenbau, im Automatisierungsbereich, Stromerzeugung, Anlagenbau oder Themen im Bereich Dokumentmanagement oder Product Lifecycle Management haben, wir sind gerne für Sie da, sind Ihr Ansprechpartner hier in Regensdorf. Telefonnummer und Kontaktdaten stehen Ihnen zur Verfügung und natürlich über www.rotring-data.ch. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und noch einen schönen Tag und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Danke und Wiederhören.